Hallo, liebe Trojaner, ich bin's, euer Tro. Ich muss mich erstmal entschuldigen, dass Life is Feudal sich verzögert hat. Und ja, jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt. Nein, ich höre nicht mit Let's Plays auf. Keine Sorge, ich bleibe euch treu. Folgendes: Mein Computer hat irgendwie total die Grätsche gemacht. Es ist nicht mehr möglich, irgendwie was da netzwerktechnisch irgendwie hinzubekommen. Ich habe keine Rechte mehr, kein gar nichts, als ob ich mir irgendwas eingefangen habe. Jetzt kommt die Frage, ich weiß gar nicht mehr, woher ich das angefangen habe. Wahrscheinlich habe ich das länger. Wir wollten jetzt was Tolles, neues Projekt starten für euch. Und das hat jetzt nicht ganz so hingehauen. Ja, ich konnte dann mit einer VPN-Verbindung ging nicht mehr. Ich konnte mit Hamachi nicht mehr. Also mein komplettes Netzwerk ist komplett. Also Hauptsache Internet geht noch, sagen wir es mal so. Und deswegen muss ich dann jetzt erstmal für die nächsten 2, 3 Tage untertauchen. Ja. Hintergrund dazu ist der, dass ich mein Windows-System neu aufsetzen muss. Und dadurch, dass ich Windows 8 von Windows 7 abgedatet habe, ist das natürlich eine etwas längere Prozedur. Also muss ich jetzt erstmal auf Windows 7 neu installieren, muss es dann auf Windows 8 hochpacken, muss mir dann die ganze Software nochmal runterladen, muss das Ganze updaten und. Und das kann natürlich leider ein bisschen dauern. Also bitte, ich versuche noch ein bisschen was hochzuladen zwischendurch. Nehmt es mir aber nicht übel, wenn jetzt zurzeit ein bisschen eine Pause ist. Ich habe zwar ein paar Sachen schon voraufgenommen, aber. Ja, und auch zu der Strafe von dem Hans-Jürgen, nee, Heinz-Jürgen. Keine Sorge, meine Frau wird mich auch noch schminken. Ja, manchmal hätte ich es auch nötig. Nein, sie wird mich auch noch schminken, das ist nicht das Ding. Aber auch da bitte ein bisschen Geduld haben. Ja, zurzeit ist alles drunter und drüber. Kurz vor Weihnachten, da kommen auch noch so viele Sachen dazu. Jetzt auch noch diese Woche ein Geburtstag steht an und. Und da muss ich einfach dann wirklich Prioritäten setzen. Keine Sorge, ich werde wieder so schnell wie möglich für euch da sein und werde natürlich auch so schnell wie möglich Uploads hochpacken, neue Videos, neue Events. Ihr werdet sehen, es wird ein paar Veränderungen in der Sky Family geben. In Bravecraft wird es Veränderungen geben. Rust habt ihr schon gesehen, gibt es so ein paar kleine Veränderungen. Life is Feudal, genauso auch dann die Livestreams. Die laufen übrigens noch morgens immer 9 Uhr. Die habe ich zum Glück alle safe. Ja, da sollte eigentlich dann gar nichts passieren. Und ja, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, wie gesagt, es geht weiter. Ja, ich werde auch mit der Trolley Retro Show weitermachen. Werde auch da nicht nur jetzt C64, habe ich ja gesagt, es wird ja auch Amiga kommen und so weiter. Also, wir werden auch da jetzt demnächst so ein bisschen umschwenken. Weil beim C64, klar, es gab super massiv viele Spiele, bloß wir wollen halt auch immer so ein Genre abdecken. Und das ist natürlich dann auch nur manchmal möglich, wenn wir dann sagen, okay, gut, wir wollen jetzt als letztes wollten wir Simulationsspiele machen. Deswegen wird auch morgen keine Trolley Retro Show erscheinen, weil nämlich diese Spiele haben in der Emulation her ein paar Sachen mit rübergenommen, nämlich zum Beispiel die langen Ladezeiten. Ja, da wartet man schon mal so ja, 5 Minuten, bis das Spiel geladen ist. Ja, oder als Beispiel kann man da auch nehmen SimCity. Wir wollten SimCity nehmen, richtig schön, klassisches SimCity und dann das heutige SimCity euch schön präsentieren. Aber auch das hat dann leider nicht ganz so funktioniert, weil ja, bei dem Emulator keine Cursor-Tasten wirklich funktioniert haben. Und ja. Irgendwann hat man dann auch, selbst wenn man motiviert ist, aber keine Lust mehr, weil man die ganze Zeit da sitzt und das rumprobiert und rumprobiert und rumprobiert und es funktioniert einfach nicht. Man weiß nicht warum. Und es hat, glaube ich, 20 Seiten Anleitung, um da durchzusteigen. Und dann haben wir gesagt, gut, Mist. Machen wir dann einen Tag später. Jetzt wird sich das Ganze ein bisschen natürlich verzögern. Aber keine Sorge, ich bin bald wieder da. Ja, in dem Augenblick sage ich nur an dieser Stelle, ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.